Bis jetzt war vom Herbst noch nicht allzu viel zu spüren. Der Oktober war bis jetzt nämlich deutlich zu warm im Vergleich zum langjährigen Mittel. Doch nun wird es spürbar kühler. Und damit grüße ich Sie ganz herzlich hier zum Wochenwetter für die Region Aachensee. In den vergangenen Tagen konnten wir aber noch einmal richtig Wärme und Sonne tanken. Vor allem das vergangene Wochenende brachte uns noch einmal spätsommerliche Temperaturen und bestes Wanderwetter, wie hier unsere Livecam am Zwölferkopf zeigt. Am Dienstag wird es nicht mehr ganz so freundlich. Am Vormittag sind nämlich dichte Wolken unterwegs, da fällt gelegentlich auch etwas Regen. Nachmittags wird es aber schon wieder trockener und die Sonne kommt zurück. Dabei bleibt es noch relativ mild mit Höchstwerten zwischen 12 und 17 Grad. Somit sollten wir vor allem den Dienstagnachmittag unbedingt nochmal ausnutzen. Und mit der Aachensee-Erlebniscard gibt es dafür genügend Möglichkeiten, wie zum Beispiel eine Fahrt mit der ältesten Dampf-Zahnrad-Lokomotive der Welt. Das ist nicht nur etwas für Eisenbahnliebhaber. Und auch bei einer Schifffahrt können Sie die traumhafte Naturkulisse rund um den Aachensee genießen. Beide Ausflugsziele sind noch bis zum 2. November geöffnet. Am Mittwoch und Donnerstag kippt unser Wetter. Es fließt deutlich kältere Luft zu uns. Die Temperaturen bleiben in einem einstelligen Bereich. In Maurach gibt es zum Beispiel nur noch 2 Grad, in Wiesing maximal 6 Grad. Dabei fällt an diesen Tagen immer wieder Regen. Teilweise schüttet es langanhaltend. Oberhalb von 1000 Metern schneit es. Zeitweise sinkt die Schneefallgrenze sogar bis auf 800 Meter. Ohne Winterreifen sollten Sie dann auf keinen Fall mehr unterwegs sein. Am Wochenende kann sich das Wetter rund um den Aachensee aber schon wieder beruhigen. Die Wanderschuhe müssen wir also noch nicht einmotten. Und falls Sie beim Wandern die Einsamkeit der Bergwelt erleben möchte und trotzdem auf Almen und Hütten nicht verzichten wollen, dann sind Sie hier im Alpenpark Karwendel genau richtig. Das ist ein 920 Quadratkilometer großes Naturschutzgebiet westlich des Aachensees. Es dehnt sich bis nach Bayern aus. Hier können Sie stundenlang durch unberührte Täler streifen. Ja, und vielleicht entdecken Sie dabei ja sogar Murmeltiere, Hirsche und Greifvögel. Und wie gesagt, das Wetter wird von Freitag bis Sonntag wieder deutlich ruhiger und freundlicher. Es bleibt meistens trocken und nach Nebelauflösung scheint auch oft die Sonne. Der freundlichste und sonnigste Tag wird dabei voraussichtlich der Samstag. Dazu gibt es nun Temperaturen, die der Jahreszeit entsprechen. Es wird also nicht mehr ganz so extrem warm wie zuletzt. Im Tal werden dabei maximal 14 Grad erreicht. Im Berg gibt es Temperaturen von knapp über den Gefrierpunkt. Falls es Ihnen zum Wandern also dann doch ein wenig zu frisch wird, dann nutzen Sie Ihre freien Tage doch, um am Aachensee zu entspannen. Hier gibt es nämlich einige Top-Wellness-Hotels. Sie gehören zu den besten Tirols, ja sogar zu den besten Österreichs. Fachkundige Therapeuten sorgen hier für eine kompetente Betreuung. Sauna- und Badewelten lassen keine Wünsche offen. Doch egal, ob Sie im Warmen diese magische Herbstkulisse auf sich wirken lassen oder ob Sie noch einmal die Wanderschuhe schnüren, um durch das Herbstlaub zu wandern, ich wünsche Ihnen zauberhafte Urlaubstage in der Sport- und Vitalregion Aachensee.